wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das musst du merken, war nicht jammer. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kids von morgen. Tja, wer hätte gedacht, dass ein Izzy solche Chancen bei Bella hat? Meine schöne Bella. Oh Mann, mich jetzt echt erwischt. 2 Wochen gehen schnell rum. Viel zu schnell. Hallo? Ich freue mich, wenn du wieder da bist. Ich meine die 2 Wochen, die wir noch haben, bevor ich für 3 Monate nach Kanada fliege. Bella will, dass ich mitkomme. Wenn du ganz schnell aufs Angergymnasium wechselst und bei dem Schüleraustausch mitmachst, dann können wir zusammen nach Vancouver. Tja, Elias, der ist immer für eine Überraschung gut. Und da ist ja noch dieser Mathe-Wettbewerb. Eigentlich ist der Typ der Oberblödmann, aber Mathe hat er echt was drauf. Das bedeutet, dass du und Liz, die sich in bemerkenswerter Weise an die Leistungsspitze dieser Klasse vorgearbeitet hat, an dem Wettbewerb teilnehmt und durch einen Sieg für unser Einstein werbt. Bin mal gespannt, was es wird. Hier bist du. Was treffst du denn? Ich informiere mich. Ja, komm schon, wir müssen los. Deutsch bei Frau Schumann. Ah. Oh, Schandor, du süßer Schlingel. Hey, was her, Blödmann. Hör mal, Geschichte bei Herrn Zech fällt doch aus, weil der eine Exkursion mit den Zwergen macht. Du kannst dich zum Knutschen verabreden. Das wollte ich hören. Indian Summer, Ahornsirup, Grizzly Bären. Kanada ist halt ein geiles Land. Ich finde es ja klasse, dass du dich dafür interessierst, wo deine Freundin demnächst rumhängt. Aber übertreibst du nicht ein bisschen? Hey, das wäre doch genau das Richtige für dich und mich. Wir beide als Holzfäller oder Jäger in der Wildnis. Das wäre doch der Hammer. Ja, Shando Laszlo sucht die Natur und die Einsamkeit der Wälder. Alles klar. Wenn du mal die Schnauze voll hast, um die Ecke tobt das Leben. Vancouver ist seit Jahren in der Top-10-Liste der geilsten Städte Nordamerikas. Da gibt es alles. Da gibt es Cocktailbars, Jazzbars, Sportbars, Pubs. Da gibt es Diskotheken mit 80er-Jahre-Zeugs, Rock, Pop, Jazz, Funk, Metal. Alter, was willst du mir sagen? Nach dem Verweis für die Böller-Aktion stehen wir sowieso auf der Abschlussliste. Ich mach mich vom Acker. Ich gehe mit Bella nach Vancouver. In 11 Tagen geht's los. Hey, du Workaholic. Schule nicht vergessen. Alles klar. Und danke nochmal. Ja, dann bis Sonntag. Tschüss. Was ist denn passiert? Das war Rashid. Rashid Dezici, der Moderator vom Radio. Ach, der. Der ruft dich an? Nicht nur das. Er will auch, dass ich ihn exklusiv für den Express interview. Cool. Ist das Philipp eigentlich schon? Noch nicht, aber der darf gerne mitkommen und Fotos von mir und Rashid machen. Das findet Mary wahrscheinlich nicht so dolle. Wieso? Ja, sie wollte doch mit ihm was am Wochenende unternehmen. Ach so, stimmt ja. Davon erzählt sie ja die ganze Zeit. Der Tag ihres ersten Kusses jährt sich. Ob man das wohl feiern muss? Autoren schreiben oft Geschichten, in denen der Held das erlebt, was sie eigentlich gerne selber erleben würden. Wir wechseln aufs Anna-Gymnasium. Wir gehen zusammen nach Kanada. Das wird der Hammer. Und? Das geht nicht. Genießt die Schönheit. Doch, das geht. Wir machen kurzfristig beim Austauschprogramm mit. Bella ist sich sicher, dass ihr Vater damit einverstanden ist. Und wenn ihr euch heute aufs Anna-Gymnasium wechseln. Dann bitte das. Spinnen die? Bruno, Feli, eine Frage, die uns alle interessieren könnte. Allerdings. Entschuldigung. Hey, Du kannst nicht über meinen Kopf hinweg irgendwas entscheiden. Ich will nicht nach Kanada auswandern. Keiner will auswandern. Das ist doch nur ein Vierteljahr und danach machen wir unser Abi am Anger. Mach doch, was du willst, aber ohne mich. Aber ich liebe Bella. Und wenn du mich jetzt im Stich lässt, dann ziehe ich das ohne dich durch. Was bist du eigentlich für ein mieses Arschloch? Wir kämpfen darum, dass das Einstein überlebt und du willst zum Feind überlaufen, ja? Halt doch die Klappe, du Amöbe. Und Tamar schnippst du gleich noch mit? Was geht dich das an, ne? Es geht alle hier was an, wenn einer von uns zu den Angersäcken wechseln will. Herr Reta! Das ist doch Schwachsinn! Freut euch doch! Wenn ich weg bin, steigt der Notenspiegel vom Einstein. Ja. Und proportional dazu sinken die Sponsorengelder. Sein Vater wird uns wohl kaum weiterhin noch fördern, sondern mit seiner Kohle das Anger sponsern. Das ist echt scheiße, Shandor. Er gibt uns den Todesstoß. Aber Hauptsache, er kann diese Bella poppen. Ich bin euch doch scheißegal, ne?
Es geht euch nur um die Kohle von meinem Vater. So. Wo waren wir? Das wird super easy. Ich gewinne den Mathe-Wettbewerb und zeig's allen. In Mathe kann mir sowieso keiner was vormachen. Das habe ich im Blut. Aber vergiss nicht, das ist auch mit dabei. Und im Gegensatz zu dir sehe ich sie ständig mit einem Mathebuch vor der Nase. Das hat sie wahrscheinlich nötig. Oh shit, Berger, wir waren schon dreimal zu spät. Ja, komm hier lang. Geht denn hier rein zu Frau Meier? Setzt euch hin. Der erste Preis ist ein Tag am Max-Planck-Institut für Quantenmathe oder so. Wow, der Hammer. Ja, dann zieh ich mir so ein Jackett mit so Flicken an. Und dann laufe ich den ganzen Tag mit den anderen Brains durch die Gänge und nicke kompetent. Ich bin der Größte. Und das Geilste ist, wenn ich das Ding gewinne, kann ich entscheiden, wo der nächste Urlaub mit meiner Mutter und meinem Stiefvater hingeht. Und ich weiß genau, wo Jochen nicht hin will. So, wäre das aufgeklärt. Wo kommt ihr denn her? Ja, muss ich euch voll übersehen haben. Na gut, sag schon, ich muss alles zweimal erklären. Alles klar mit dem Mathe-Wettbewerb, Liz? Ja. Gut. Entschuldigung, ich habe durch den Krach nicht alles verstanden. Können Sie das nochmal wiederholen? Gerne. Also, ich habe ein bisschen Statistik betrieben und habe mir die Aufgaben der letzten Jahre mal angeschaut. Außerdem habe ich so ein bisschen was Leuten hören. Und es sieht ganz so aus, als ob dieses Jahr Textaufgaben abgefragt würden. Nein, doch. Aber keine Panik. Üben, üben, üben. Dann schaffst du das schon. Ist ja nicht in den Kopf gefallen. Heilige Scheiße. Textaufgaben brauche ich ewig. Bloß Gelaber statt logischer Rechnung. Na, Herr Berger. Ja. Was war das da gerade für eine Prügelei? Das kann ich Ihnen sagen. Ja. Verräter, das ist unglaublich. Textaufgaben, so Müll. Keine Panik, wir helfen dir beim Üben. Das wird schon wieder. Hey, sieht aber in der schlecht gelaunt aus. Ja, weil ich recht hab. Diese Anna Schlange hat Chandra tatsächlich dazu gebracht, dass er vor Einstein runter will. Ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis sein Vater die Kohle dahin transferiert. Verdammt. Aber ich habe News, die dich aufheitern werden. Hast du einen Hauptsponsor fürs Einstein gefunden? Ich habe für Sonntag ein Exklusivinterview mit Rashid Dezidji arrangiert. Der Radiomoderator. Genau der. Hey, gute Arbeit. Das ist genau das, was wir brauchten, um den Express nach vorne zu bringen. Rusty wird noch mal eine gute Journalistin. Heißt das, dass der Artikel über das Musikfestival in den Müll kann? Nee, da bleibst du dran. Das ist eine gute Fingerübung für den Einstieg. Um Rashid werde ich mich natürlich kümmern. Aber ich habe doch den Termin gemacht. Ja, und ich bin der Chefredakteur. Aber du kannst mich gerne begleiten und Fotos machen. Also, eine dicke Frau fährt jeden Tag 10 Kilometer zur Arbeit. Auf dem Weg nimmt sie 3 Tremper mit. Den ersten lässt sie wieder nach 2 Kilometern raus, den zweiten nach 4 und den dritten nach 7 Kilometern. Und jetzt? Wie viel Kilo wiegt die Frau? Schwierig, schwierig. Ja, also nach 7 Kilometern ist es auf jeden Fall leichter als vorher. Was? Mann, Elias, lass dich doch nicht verarschen, ey. Die Aufgabe ist Schwachsinn. Die kannst du gar nicht lösen. Oh, und komm! Ja, siehst du, man kann mir sogar eine Scherzaufgabe vorsetzen und ich raff's nicht. Was hat er denn? Naja, nächste Woche beim Mathe-Wettbewerb kommen wahrscheinlich auch Textaufgaben dran. Und die sind nicht gerade Elias' Stärke. Algorithmen, Geometrie, Wurzeln, Dreck zum Quadrat, kann ich alles. Aber nee, es müssen Sabbelaufgaben kommen. Kann ich schon mal meinen Wunschurlaub streichen. Manche Mädels haben auch einflussreiche Väter. Bagger doch einfach mal Konstanze an. Hübsch ist sie ja. Aber was bringt das? Das kapiere ich auch gerade nicht. Ich meine, das ist ja wie mit Chandor und Bella. Obwohl der Vergleich hinkt. Ich meine, Bella will ja das Chandor. Ja, Klugscheißer. Jedenfalls gehört Baron vorne zu Blumentopf, unter anderem die Zeitung, die den dämlichen Mathe-Wettbewerb veranstaltet. Fati sitzt sogar im Ausschuss für die Auswahl der Aufgaben. Vielleicht kann die kleine Schnepfe ihrem Daddy die Aufgaben ja abgreifen. Aber du würdest doch niemals versuchen, durch Betrug den Wettbewerb zu gewinnen, oder Elias? Aber das würde ich doch niemals tun. Mach's gut, Jungs. Frau Zech? Thomas?
Herr Pasulke. Nee, ich hab's. Rita. Rita? Wer bitte ist Rita? Na, Rüben, Rita. Sie verkauft Gemüse auf dem Markt. Hi, Blödmann. Na? Ich hab mal ein bisschen über Kanada recherchiert. Das ist ja echt ein geiles Land. Also hast du dich entschieden? Du kommst mit? Das ist alles nicht so einfach. So einen Schulwechsel macht man nicht mal eben so. Außerdem habe ich noch Freunde auf Einstein. Besonders Tomasch. Ja, dann kommt Tomasch halt mit. Habe ich auch gedacht, aber der will nicht. Viel Zeit ist nicht mehr, Schande. Mein Papst ist jedenfalls informiert. Er sagt, du kannst einfach mal vorbeikommen. Okay. Hast du denn bei deinem Vater schon mal angefragt? Das ist nicht ganz einfach. Der ist in China unterwegs. Was war das? Vielleicht ein mysteriöser Schatten aus der Ruine? Komm, ich beschütze dich. Hey, Konstanze, warte mal. Pass auf, ich habe einen verdammt miesen Tag. Haben wir ja was gemeinsam, ich auch. Überleg dir also genau, was du sagst. Du siehst echt... Die Haare und die Frisur steht dir echt gut. Hast du einen Knall? Nee, das ist wirklich wichtig. Na gut, ich gebe dir genau 10 Sekunden. 10. Ja, okay, also. Acht. Ich nehme an diesem Mathe-Wettbewerb teil. Und ich habe eigentlich echt gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Wenn da nicht diese Textaufgaben wären. 7, 6. Und da habe ich gehört, dass dein Vater an diesem Ausschuss von diesem Dings da ist, ja? Und da wollte ich dich fragen, ob du vielleicht mir die Aufgaben. Ich soll was? Die abfotografieren? Du willst, dass ich meinen eigenen Vater hintergehe? Na, bei den anderen bringt er nichts. Du willst, dass ich dir bei einem gemeinen, widerlichen Betrug helfe? Bitte, Konstanze, dann bin ich ja auch einen Gefallen schuldig. Was kann eine Dumpfbacke wie du mir denn bieten? Ist Feli hier? Nee. Wenn du sie siehst, kannst du ja sagen, dass ich sie suche? Klar, mach ich. Okay. Bruno, warte mal. Schau dir das mal an. Das Foto habe ich gestern von Mary gemacht, vom Kino. Sieht sie da nicht total süß drauf aus? Guckt ein bisschen miesepetrig. Hat sie gerade erfahren, dass du Karten für den Horrorfilm gekauft hast? Was ist das denn? Was denn? Na. Da hinten, das Mädchen, das sieht aus wie Chandos Flamme. Hey, Quatsch. Na klar, Mann, das ist Bella mit einem anderen Typen und die küssen sich. Mensch, du hast recht. Das gibt's ja nicht. Und? Wieder beruhigt? Nee. Ich kann Bella nicht einfach. Es ist so schön mit dir. Ein Vierteljahr geht schnell vorbei. Nein. Ich werde mit meinem Vater reden. Ich will aufs Anger wechseln. Denk immer drüber nach. Komm mit. Aber ich will, dass du eins weißt. Egal, wie du dich entscheidest, wir werden immer Freunde bleiben. Brüder. Hey. Bleib cool, Mann. Ich will nur kurz mit dir reden. Von Mann zu Mann unter vier Augen. Ich habe keine Geheimnisse vor Tomasch. Okay. Es geht um Bella. Und bitte hör mir erstmal zu, was ich dir zu sagen habe. Verprügeln kannst du mich dann immer noch. Also gut, es ist doch wirklich ein komischer Zufall. Wir stehen im totalen Konkurrenzkampf mit dem Anger-Gymnasium und die Tochter des Direktors macht sich an den Sohn des wichtigsten Einstein-Sponsors ran und belabert ihn, die Schule zu wechseln. Das hast du vorhin schon gesagt. Sonst noch was? Dieses ausgesprochen hübsche Mädchen lässt sich in ein paar Tagen von dir rumkriegen. Überleg doch mal, wie lange du bei Coco gebraucht hast. Vergeblich. Hey, ich war dabei, als sie sich kennengelernt haben. Da war nichts irgendwie geplant. Bella hat sich einfach in Chandor verknallt und er sich in sie. Also gut. Ich war gestern mit Mary im Kino. Vorher habe ich mit dem Handy ein Foto von ihr gemacht. Ein bisschen unscharf,
aber egal. Ich hab's eben erst ausgedruckt, weil Mary es für sich wollte. Gestern habe ich es nicht mal bemerkt. Hier. Na und? Das ist Mary. Ziemlich schlecht gelaunt. Wäre ich auch bei seinem Freund. Hier. Bella? Ja, und nicht allein. Das war gestern. Und so wie sie ihn küsst und umarmt, scheinen sie sich ziemlich nahe zu stehen. Manchmal muss man für seine Freundinnen eben kleine Opfer bringen. Philipp Gubisch. Wieso muss Philipp ausgerechnet an unserem Tag dieses blöde Interview machen? Konstanze hat den Termin angeleitet, die könnte das genauso gut. Na, wie geht's? Geht so. Du, ich hatte eine tolle Idee für euren Kusstag. Was denn? Ich will dich nicht frustrieren. Es geht ja eh nicht mehr. Nun sag schon, was hast du dir überlegt? Naja, ich finde das so süß mit eurem ersten Kusstag. Und da musste ich irgendwie an das romantische Bauernhäuschen meiner Eltern denken. Ihr habt ein Bauernhaus? Total niedlich und direkt am Wald. Jedenfalls wäre das frei für euch. Kostenlos natürlich. Echt? Wie lieb von euch. Die Getränke stehen im Keller und das Kaminholz ist klein gehackt. Was wäre das schön gewesen? Der perfekte Ort, um eine Liebe neu zu entflammen. Gilt das Angebot noch? Ja, klar. Und du wärst bereit, das Interview zu übernehmen? Ich hatte zwar jetzt schon was anderes geplant, aber für die Liebe... Ich krieg ihn schon überzeugt. Aber Mary, tu besser so, als wäre das Ganze deine Idee gewesen. Mach ich. Überhaupt nichts bedeuten. Nee, klar, völlig harmlos. Und warum küsst Bella den Typen? Vielleicht ist ihr Bruder oder ihr Ex. Oder der Weihnachtsmann. Hey, komm, lass in die Stadt gehen. Irgendwas unternehmen. Ich muss mich ablenken. Ich denke, du bist mit Bella verabredet. Nee, kein Bock. Geh hin, red mit ihr. Vielleicht klärt sich das dann alles auf. Wieso sollte Bella ihrem Vater zuliebe mit einem Schwachkopf wie dir ein Vierteljahr nach Kanada gehen, wenn sie nicht ernsthaft verliebt ist? Wir fahren tatsächlich in das Bauernhäuschen. Das wird so romantisch, Konstanze. Das ist so schön, Mary. Das freut mich so für euch beide. Und es kommt noch besser. Auch für dich. Du musst dich zu diesem blöden Interview und kannst machen, was du dir vorgenommen hast. Wie meinst du das? Mein süßer, großartiger, goldiger Schatz hat es möglich gemacht. Er fährt mit mir zum Bauernhaus und fährt dann mit dem Moped zum Interview. Danach kommt er flink wie der Wind zurück zu mir. Wenn Philipp mit allem recht hat, wenn Bella mich nur benutzt und sich mit dem anderen Typen über mich totlacht. Hör zu, Shandor. Ich verliere zwar meinen besten Freund ans Angergymnasium und nach Kanada, aber ich glaube fest dran, dass Bella nichts Fieses abzieht. Scheiße. Den Typen brauche ich gerade wie ein Furunkel am Hintern. Der will die ganze Zeit dieses ätzende Referat von mir und ich habe noch nicht mal angefangen. Was mache ich denn jetzt? Lass dir erstmal was einfallen und ich lenke ihn so lange ab. Okay? Viel Glück, Bruder. Danke. Verzeihen Sie, haben alle? 15.51 Uhr, genau. Oh ja, wem sagst du das? Ja, du, ich muss hier höllisch aufpassen. Hier wimmelt es nur so von kleinen Ratten. Ja, aber du, ja, die haben keinen Schimmer, wen sie hier reingeholt haben. Du brauchst keine Angst haben, ja? Ja. Okay. Ach, hör mal, dein Töchterchen kommt hier gerade rein. Ich glaub es nicht. Bella Donna, komm mal her. Mua. Warte mal kurz, Leo. Ich habe mir deinen Vater am Apparat. Hallo, Papa. Was machst du hier? Ja, unterrichten. Was denn sonst? Und du? Ich treffe mich mit Shandor. Ah. Ich bin gleich wieder da. Muss nur total dringend auf Toilette. Alles klar. Tschö, Papa. Sie trifft sich mit Shandor Laszlo. Das ist ja total verrückt. Seine eigene Tochter hier als Maulwurf. Hätte mir ruhig mal sagen können. Also wirklich. Aber sein Vater ist einer der Hauptsponsoren hier vom Einstein, ne? Weißt du schon? Ja? Du. Oh, Moment, Feind im Anmarsch. Ah ja, danke. Bitteschön.
Feierabend, ja? Lehrer hat doch nie Feierabend, das wissen Sie doch. Da bin ich wieder. Ups. Bella hat gar nicht. Ach, sie weiß gar nicht, dass ich ihr den Maulwurf mache. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Okay, jo, ciao. Ist was passiert? Ich bin so ein Idiot, so ein dämlicher Vollidiot. Du hattest recht, mit allem. Bella verarscht mich total. Ihr Alter hat sie wirklich auf mich angesetzt. Die wollen nur die Kohle von meinem Vater. Sie hat mich eiskalt verarscht. Die ganze Zeit. Hat sie das alles zugegeben? Auch das mit dem anderen Jungen vom Kino? Nein, ich habe ein Telefonat mitgehört. Ein Telefonat zwischen Bella und ihrem Vater? Zwischen Maler und ihrem Vater. Moment mal, jetzt ganz langsam. Was hat Maler mit dem Ganzen zu tun? Maler ist ein Kumpel vom Angerdirex. Und er soll uns wohl von innen fertig machen. Das gibt's nicht. Doch. Sie ist 34 Jahre alt. Wie alt sind die Kinder? Hä? Kannst du losgehen, Elias? Ja, okay. Also, du musst rausfinden, wie alt Tommy, Tobias und Feli sind. Ich, die Mutter, bin 34. Alles zusammen sind wir halb so alt, wie Joe vor 2 Jahren war. Na, wie alt war Joe vor 2 Jahren? 32. Und die Hälfte davon? 16. Also seid ihr alle zusammen 16? Ich bin so alt, wie Tommy war, als Tobias geboren wurde. Oh, halt dich zurück! Wenn Tommy so alt ist, wie Feli war, was sagt uns das? Na, dass Tommy älter ist als Feli und auch als Tobias. Also ist Tommy der Älteste. Und in 2 Jahren bin ich doppelt so alt, wie Tobias dann ist. Hä, wenn Feli doppelt so alt ist wie... Wenn ich in 2 Jahren doppelt so alt bin, wie Tobias dann sein wird. Was heißt ich, wie alt er dann ist? Mann, ey, mein Hirn ist ein Haufen voll Matsch. Aber ich weiß, wie alt ihr in Wirklichkeit seid. Und das macht mich total irre. Elias? Komm mal kurz mit. Was geht denn bei den beiden ab? Was miteinander? Ist was? Also, ich habe nochmal nachgedacht. Es wäre ja echt gemein, wenn du wegen der blöden Textaufgaben scheiterst, obwohl du ja so ein Mathe-Ass bist. Und außerdem geht's ja auch ums Image vom Einstein. Ich werde dir die Textaufgaben besorgen. Ja, und was kostet mich das? Du müsstest nur dafür sorgen, dass Philipp am Wochenende im Bauernhaus meiner Eltern bleibt und mit seinem Moped nicht weg kann. Also, was sagst du? Deal? Deal. Chandor? Chandor! Wo willst du hin? Wo warst du? Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Ich dachte schon, dir ist was passiert. Was ist denn los? Du bist so mies. Nicht nur, dass du mich betrügst, du lässt dich auch von deinem Vater in euer dreckiges Spiel einspannen. Und alles nur, damit Einstein den Bach runtergeht. Ich kann nicht bloß glauben, dass du mich hier geliebt hast. Chandor, hast du den Verstand verloren? Kennst du Maler oder nicht? Ja, na und? Was ist so schlimm daran? Keine Ahnung. Was soll daran schlimm sein? Der Typ will uns ja nur alle fertig machen. Kleine Ratten sind wir für den. Chandor. Ist das aus mit uns? Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.